Schau, Gustav, der Synagogengesangverein feiert sein 50-jähriges Bestehen. Und der Oberkantor Abraham Nussbaum hat eine Sammlung von gottesdienstlichen Gesängen herausgebracht. Zusammen mit dem Dirigent Otto Wernicke. Hier steht, unter dem Titel Wiesbadener Synagogengesänge bringen Nussbaum und Wernicke eine umfangreiche Sammlung an mehrstimmigen Chorsätzen auf Hebräisch und Deutsch heraus, die im Laufe der Zeit für den Synagogengesangverein komponiert worden waren. Der Oberkantor hat auch einen Sologesang aus dem Holländischen übertragen. Es schwebt ein Engel gar hehr und schön aus reinen Sphären. Aus Himmelshöhen neigt er zur Erde flüsternd sacht. Seid nicht bekümmert, nein, hofft und wacht. Bald weicht der Winter der eisig Stadt. Dann warmt der Frühling den, der sein hat. Er wird dich stärken in Schmerz und Leid. Er führt dich zum Siege in schwerem Streit. Ach, glaub meiner Sendung, o Menschenkind. Mein Vater ist mild dir gesinnt. Trau meinen Worten, wie's auch Trost. Ich bin die Hoffnung, ich bin der Trost. Der Trost. Emma Weil wurde am 13. Mai 1862 in Frankfurt am Main geboren. Sie heiratete 1894 den Wiesbadener Kaufmann Gustav August. Am 27. Februar 1895 wurde die einzige Tochter Lea Emilie, genannt Milli, geboren. Das Ehepaar August wohnte in der Bahnhofstraße 46. Emma und Gustav August führten zusammen erfolgreich ein Geschäft für hochwertige Konfektionsware, vor allem Damenmäntel. Ihr Textilgeschäft konnte sogar den höheren Adel zu seinem Kundenkreis zählen. August, Gustav, Kaufmann, Damenmäntel, Konfektion, Firma Gustav August, Hoflieferant, Ihre Königliche Hoheit, der Frau Prinzessin Christian von Schleswig-Holstein, Wilhelmstraße 38, Parterre, Wohnung Elisabethenstraße 5, Fernruf, Anschluss 22. Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 begann die systematische Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung. Die antisemitische Politik beraubte sie ihrer Existenzgrundlagen und bedrohte nach und nach alle, die nicht rechtzeitig auswanderten. Am 15. September 1935 wurden auf dem Parteitag der NSDAP die Nürnberger Gesetze verkündet. Die Nürnberger Gesetze bestanden aus mehreren Einzelgesetzen, darunter auch das sogenannte Reichsbürgergesetz, das Juden die Gleichberechtigung nahm und entscheidend in die ökonomische und soziale Lebensgestaltung eingriff. Wann genau das Geschäft von Emma und Gustav August in eine Krise geriet, lässt sich wegen der verlorengegangenen Steuerakten nicht mehr sagen. Aber 1939 war das Ehepaar August bereits so verarmt, dass es auf die Unterstützung von Verwandten, die rechtzeitig geflohen waren, angewiesen war. Bereitwillig halfen die Geschwister von Gustav August, die über ihr Auswanderersperrkonto mit Genehmigung der Devisenstelle ihnen regelmäßig Geld zukommen ließen. Milli! Ja? Oh, schick schaust du aus. Ja, ich gehe doch heute zur Devisenstelle. Hast du den Brief von deiner Mutter? Ich hab ihn hier. Und hier ist noch eine Liste mit dem, was ich sonst noch brauche. Gut, danke. Bis später. Auf Wiedersehen, Max. Wiesbaden, 16. Oktober 1940. An den Oberfinanzpräsidenten Kassel. Devisenstelle S. Frankfurt am Main. Gemäß eines Bescheides vom 11.10.40 des Herrn Oberfinanzpräsidenten Würzburg Devisenstelle Saarbrücken A3 2267 werden mir aus dem Auswandererguthaben der Frau Emilie Sarah August
von der Kreissparkasse St. Ingbert monatlich 100 Reichsmark auf ein bei der Deutschen Bank Wiesbaden errichtetes, beschränkt verfügbares Sicherungskonto bezahlt. Da mein Ehemann Gustav Israel August, der vorher damit bedacht war, am 15. September diesen Jahres verstorben ist. Ich bitte Ihrerseits um die Genehmigung zur Empfangnahme des Betrages von monatlich 100 Reichsmark, die, da ich wegen hohen Alters weg unfertig bin, an meinen im Haushalt lebenden Schwiegersohn, Herrn Max Israel Nussbaum, ausbezahlt werden sollen. Emma Sarah August. Emmas Tochter, Lea Emilie August, heiratete 1921 Maximilian Nussbaum. Er war der Sohn des Wiesbadener Oberkantors Abraham Nussbaum, der im Jahr 1913 die Wiesbadener Synagogengesänge veröffentlicht hatte. Lea und Maximilian Nussbaum blieben kinderlos. Etwa 1934 war das Paar für ungefähr ein Jahr nach Bielefeld gezogen. Max Nussbaum arbeitete dort als Handelsvertreter für das Unternehmen Brotan Chemische Fabrik GmbH aus Köln. Im Mai 1935 wurde er jedoch entlassen und die beiden kehrten wieder nach Wiesbaden zurück. Dort zogen sie ebenfalls in die Wohnung in der Bahnhofstraße. Schon Mitte der 30er Jahre war das Einkommen von Maximilian Nussbaum so gering, dass damit kaum die Familie zu ernähren war. Aufgrund der Repressalien der Nationalsozialisten war die jüdische Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt mit gesetzlicher Anordnung fast gänzlich aus allen Arbeitsverhältnissen entlassen. In der Hausgemeinschaft in der Bahnhofstraße half Max mit handwerklichen Arbeiten, etwa bei Schlosser- oder Schreinerarbeiten, und Lea Emilie erteilte Englischunterricht. Wie auch viele andere Juden versuchte Max die Ausreise aus Deutschland zu organisieren. Wiesbaden, 26. Juli 1938. An das Finanzamt Wiesbaden. Ich bitte zwecks einer Orientierungsreise zur Auswanderung zunächst nach England um Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für mich und meine Ehefrau. Einen entsprechenden Antrag des Polizeipräsidiums füge ich bei. Max Nussbaum. 10. August 1939. An das Finanzamt Wiesbaden. Ich bitte um Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für mich und meine Frau Emilie Sarah, geborene August, zur Ausstellung bzw. Verlängerung des Reisepasses und zur Mitnahme von Reisegepäck nach England. Ich hatte bereits Anfang August vorigen Jahres eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten, die aber ihre Gültigkeit verloren hat. Max Israel Nussbaum. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung war eine Bescheinigung des Finanzamtes, dass aus Steuergründen keine Bedenken gegen die Ausreise bestünden. Max und Lea erhielten die Bescheinigung, die Flucht kam jedoch nicht zustande. Im November 1938 wurde der sogenannte Erlass zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben verkündet. Von nun an durften Juden unter anderem ihren Wohnort nicht mehr frei wählen. Gemäß einer angeordneten Rassentrennung erfolgte die Unterbringung in sogenannten Judenhäusern. Auch Emma August sowie Lea Emilie und Maximilian Nussbaum mussten in ein solches Judenhaus in die Adelheidstraße 94 ziehen. Am 1. September 1942 wurden alle drei von hier aus im Zuge der dritten großen Deportation aus Wiesbaden nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebten den Holocaust nicht. Emma August kam am 29. Dezember 1942 in Theresienstadt zu Tode. Lea Emilie Nussbaum starb dort am 16. April 1943. Maximilian Nussbaum wurde am 6. Oktober 1944 in Auschwitz ermordet. Es schwebt ein Engel gar her und schön aus reinen Sphären. Aus Himmelshöhen neigt er zur Erde flüsternd sacht. Seid nicht bekümmert, nein, hofft und wacht. Bald weicht der Winter der eisig Stadt. Dann wärmt der Frühling den, der sein hat. Trau meinen Worten, wie's auch Trost, ich bin die Hoffnung, ich bin der Trost, der Trost.